Hallo 80er Kids. Ein unglaublicher historischer Fund. Bei Ausgrabung ist diese Original-Schultasche aus den 1980er Jahren aufgetaucht. Ich glaube, der Schüler hing noch dran, aber das ist jetzt nebensächlich. Unglaublich historisch, ein Jahrhundertfund. Und den werden wir uns jetzt ansehen. 80er Jahre. Es handelt sich hier um einen echten Original-Scout-Schulranzen. Das Rote sind keine leuchtenden LEDs, nein, das sind Katzenaugen. Ich denke, es gab keine Schulklasse, wo nicht die Hälfte der Kids einen Scout-Rucksack hatten. Die Scout-Rucksäcke sind für ihre enorme Stabilität bekannt. Sorry, ich muss gerade lachen. Wir haben als Kinder unsere Schulranzen genommen und sind bei Schnee, das gab es damals noch, bergrunter gedüst. Da haben die aber locker ausgehalten. Ja, damals, da konnte man das hier noch aufmachen und dann hatte man hier so eine Federung drin. Hier sehen wir die rechte Seite oben mit dem Adressschild. Das war immer cool, da konnte der Schulranzen nicht verloren gehen, auch das Zeugnis nicht. Ja, so ein alter Scout-Rucksack, das ist wirklich Nostalgie pur. Mensch, jetzt Kinder, hey, waren die Dinger in den 80er Jahren stabil. In den 70er haben die auch angefangen, so schön bunt zu sein. Vorher waren die alle nur so braun und grau. Ja, richtig schön poppig und fetzig. Hier sehen wir jetzt die untere Tasche, die für das Mäppchen vorgesehen war. Und ich würde sagen, die öffnen wir jetzt einfach mal. Das sind die 80er. Hierbei handelt es sich um ein unglaublicher historischer Fund. Das sind sogenannte Star Wars Figuren. Das hier ist der Charakter des Han Solo. Der spielt in dem Film Harrison Ford oder umgedreht. Und das ist ein Außerirdischer. Ah, das ist eine Batteriezelle. Eine längliche. Sowas gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Und hier sieht man dieser Star Wars Figur, das ist eine sogenannte Leia Bush. Damals hat man sehr häufig das Zubehör verloren. Hier fehlt der Stab und der Helm. Und hier sehen wir einen Chewbacca. Auch hier ist ebenfalls keine Waffe dabei. Ah ja, auch sehr interessant, da hat wohl jemand sein Taschengeld bekommen. Schöne Münzen, D-Mark. Tja, dafür hat man damals extra, also da hat man echt noch was bekommen. Auch so manches extra im Zeitschriftengeschäft. Öffnen wir es. Ja. Ah, hier, Schulhefte. Ja, wen interessiert das? Mathematik ist damals langweilig gewesen, war es heute auch schon. Hier diese schönen Matten, die es damals gab, um die Hefte zu schützen. Und hier wurde ein Heft einer Klassenkameradin gestohlen. Eines der größten Probleme der damaligen Zeit war, dass sich die Schüler nicht ganz auf die Schule konzentriert haben. Hier zum Beispiel wurden diverse Zeitungen und Magazine beigepackt. Hier, diese Zeitung nennt sich Happy Computer. Sie beschäftigte sich mit den damaligen Heimcomputern. Diese sogenannte Hacker-Szene war damals sehr aktiv, heute auch noch. Und es ging hauptsächlich um den besten Computer aller Zeiten. Das sehen wir hier eindeutig in dem zweiten Magazin. Die Ausgabe, eine Ausgabe der 64er. Der Commodore 64 ist damals wie heute der beste Computer, der je gebaut wurde. Eine ultimative Recheneinheit für die Zukunft und für die Ewigkeit. Hier sehen wir des Weiteren auch jugendgefährdende Schriften. Und über diesen Mann namens, hier sieht man es, Michael Jackson. Der war damals seinerzeit ein Musiker und hat auch die Kinder vom Lernen abgehalten. Und hier sehen wir eine Darstellung einer religiösen Person, die Madonna. Und hier ein gewisser Ramazzotti, gibt es auch als Getränk. Ah ja, hier auch interessant. Hier gab es ein Magazin, dort waren Spielzeug und kuriose Sachen beigepackt. Die Zeitschrift war ziemlich am Ende des Alphabets und nannte sich Yps. Hinten konnte man zum Beispiel auch immer schauen, was in der nächsten Ausgabe gab. Hier gab es zum Beispiel einen Sturmtrupper aus der Serie Star Wars. Also ich glaube nicht, dass diese Sturmtrupperfigur in einem original verpackten Heft heute ein gefragtes Sammlerstück ist. Ja, was haben wir denn hier? Ah, hier.
Superman und Batman. Das ist Superman, also das ist auch eine Comicserie. Und dieser Mann ist super und da hat er seinen Kumpel, den Batman. Ja, diese Comics waren seinerzeit auch sehr weit verbreitet. Weit verbreitet waren auch Klebealben von der Firma Panini. Und hier sehen wir ein Klebealbum der Masters of the Universe. Sehr interessant, man konnte diese Bilder einzeln kaufen, also in so Päckchen. Und dann konnte man die untereinander tauschen, die hatten alle Nummern und kaum einer brachte sein Album voll. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Literatur. Lasst euch aber nicht täuschen, hier ist zum Beispiel ein Datenträger beigepackt, eine sogenannte Diskette. Und man sieht auch schon, dass es schwerpunktmäßig auf Freizeitunterhaltung liegt. Hier sehen wir ein Geschicklichkeitsspiel, den sogenannten Zauberwürfel. Äußerst interessant, unlösbar. Für die Unterhaltung für zu Hause haben wir hier ein Philips Videopack. Es handelt sich hierbei um ein Spielemodul, ähnlich wie ein Download, nur zum Anfassen. Für eine Spielekonsole, die an einem Fernsehgerät angeschlossen wurde. Ah ja, damals streamte man Filme nicht, man hatte dafür Kassetten. Das waren große, klobige Behälter, in denen ein Magnetband eingepasst war. Hier sehen wir auch den Film Das Imperium schlägt zurück aus der Serie Krieg der Sterne. Ist das sowas ähnliches wie Star Wars? Nee, das sind zwei verschiedene Sachen. Sorry, ich bringe da ein paar Sachen durcheinander. Damals, gerade zum Thema Rechtschreibung, hatte man hier diese Serie Die drei Fragezeichen. Und dort wurde einem dann auch beigebracht, wie man richtig schreiben konnte. Oh ja, hier sehen wir eine Figur. Das ist Arnold Schwarzenegger. Nein, hier steht He-Mann. Das ist He-Mann. Vom Planeten Castle Grayskull. Ah ja. Und hier haben wir eine Taschenlampe. Dafür ist diese Akkuzelle. So. Leute, ich hoffe, euch hat mein leicht zynistischer Unterton heute gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach, die 80er waren doch einfach cool. Was mir richtig gefällt, sind diese alten Batterien, die gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist He-Mann vom Planeten Eternia. Und das ist Chewbacca vom Planeten Todesstern. Und das ist Prinzessin Leia. Macht's gut.